Obwohl die Ozeane 70% der Erdoberfläche bedecken, wissen wir nur sehr wenig über sie. Selbst die Oberfläche des Mondes ist besser erforscht als die Ozeanböden. Welche Rolle spielen Ozeane im System Erde? Mit dieser Frage beschäftigt sich das MARUM, das Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Dafür wurde der Exzellenzcluster der Ozean im System Erde ins Leben gerufen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konzentrieren sich dabei auf drei Hauptgebiete: die Wechselwirkungen zwischen Ozean und Klima, biogeochemische Prozesse am Meeresboden sowie die Dynamik von Ablagerungsprozessen. MARUM-Forscher untersuchen flache Küstengebiete ebenso wie die Tiefsee. Die Bremer Wissenschaftler sind auf deutschen und internationalen Forschungsschiffen unterwegs. Für ihre Expeditionen nutzen sie modernste Technologien. Mit dem von ihnen entwickelten Bohrgerät MEBO können sie Sedimente vom Meeresboden erstmals auch von normalen Forschungsschiffen bergen. Bereits seit mehr als 4 Jahrzehnten werden Meeresablagerungen im Rahmen internationaler Forschungsprogramme erbohrt. Derzeit im integrierten Ozeanbohrprogramm IODP. Die wissenschaftlichen Schätze vom Meeresgrund werden weltweit in 3 Lagern aufbewahrt. Eines davon befindet sich im Bremer MARUM. In dem 4 Grad kühlen Raum sind insgesamt 140 Kilometer Meeresboden aus dem Atlantik, dem Arktischen Ozean, dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer archiviert. Die Untersuchungen der Sedimente und Gesteine haben unser Bild der Erde grundlegend verändert. Wir können aus diesen Bestandteilen der Sedimente, also Sedimente oder auch Gesteinen, können wir auch die Geschichte der Erde schließen, also wie die Kontinente und Ozeane verteilt waren, wie sich das Leben entwickelt haben, wo Pflanzen und Tiere gelebt haben und auch wie sich das Klima entwickelt hat. Die Klima- und Umweltdaten aus der Vergangenheit helfen den Meeresforschern, Szenarien für die künftige Entwicklung auf der Erde zu entwerfen. Anhand der Daten, die aus den Bohrkernen vom Meeresboden gewonnen werden, testen und verbessern sie mathematische Klimamodelle. Dabei sind auch die sogenannten Kammerlinge nützlich. Mit diesen mikroskopisch kleinen Fossilien zeichnen die Wissenschaftler ozeanische Umweltbedingungen vergangener Epochen nach. Klimamodelle sind das wesentliche Werkzeug, um Szenarien für die Zukunft zu generieren. Wir müssen natürlich wissen, wie gut sind diese Modelle. Und der Blick in die Vergangenheit eröffnet uns eine einzigartige Möglichkeit, die Modelle, die wir für die Zukunft verwenden möchten, zu testen. Fest steht, Ozean und Klima beeinflussen sich gegenseitig. Eine wichtige Rolle spielen dabei geologische, biologische und chemische Prozesse am und im Meeresboden. Um diese Prozesse zu untersuchen, setzen MARUM-Wissenschaftler ferngesteuerte Fahrzeuge wie den Tauchroboter MARUM Quest ein. Er kann bis zu 4000 Meter tief tauchen. Seine Kameras liefern solche Bilder aus der Tiefe. Methangas, das aus dem Meeresboden blubbert oder sich unter hohem Druck und niedrigen Temperaturen in eine feste, eisähnliche Verbindung verwandelt, dem Methanhydrat. Methanhydrate kommen in großen Mengen auf den Ozeanböden vor, und zwar in so großen Mengen, dass sie möglicherweise eine Rolle spielen bei der Energieversorgung in Zukunft und auch, weil sie die Kontinentalhänge zementieren. Und dieser Zement ist natürlich enorm wichtig für die Stabilität. Und ein dritter Punkt ist, dass Methan am Meeresboden natürlich nicht für alle Zeiten festgelegt ist. Dieses Methan kann entweichen und dann als Treibhausgas unser Klima anheizen. Die kalten Quellen am Meeresboden sind Oasen in der Tiefsee. Hier boomt das Leben. Dabei kommt es aber nicht nur auf Krebse, Muscheln und andere Organismen an. Bakterien am und im Meeresboden sind die Grundlage für die Prozesse in der Tiefsee. Sie bilden etwa 1/3 der gesamten Biomasse der Erde. Leibniz-Preisträgerin Antje Boetius erforscht die winzigen Organismen der Tiefsee. Sie arbeitet an verschiedenen Forschungsinstituten und repräsentiert damit eine Besonderheit des Bremer Exzellenzclusters: die engen und vielfältigen wissenschaftlichen Kooperationsmöglichkeiten, nationale und internationale. Wir können über alle Meeresforschungsinstitute Bremerhaven, Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen hinweg Projekte zusammen durchführen. Jeder hat Zugriff auf die Fähigkeiten und Technologien des anderen. Und aufgrund der Nähe der Institute zueinander und der Nähe der Standorte ist es wirklich einfach. Man kann teilweise sogar über die Straße nur gehen oder es ist eben ein Treffen, eine halbe Stunde Zugreise, und dann sitzt man zusammen und am Ende sind es ja doch Menschen, die zusammenarbeiten, Pläne schmieden und diese umsetzen. Und dafür ist der Standort hier hervorragend. Damit beim Einsatz des Tauchroboters auf dem Meer alles reibungslos funktioniert, trainieren die Wissenschaftler an Land an einem Simulator. Hier können sie die Bedienung verschiedener Geräte, aber auch die Diagnose und Reparatur von technischen Fehlern auf See üben.
Momentan entwickeln die Forscher eine Software, die ein virtuelles Training ermöglichen und damit noch näher an der Realität sein wird. Vom trockenen Training in der Gerätehalle geht es dann wieder hinaus aufs Meer. Hier wollen die Marum-Forscher ihrem Ziel näher kommen, mehr zu erfahren über die Rolle des Ozeans im System Erde. Ihre Erkenntnisse werden den Menschen künftig von Nutzen sein, im Hinblick auf die Veränderung des Klimas ebenso wie auf eine nachhaltige Nutzung der Weltmeere.